DB Cargo auf neuen Gleisen in Mitteldeutschland. Was neue Strecken, der neue Rangierbahnhof Halle-Saale und das neue Instandhaltungswerk für uns bedeuten. Transportströme verlaufen heute bereits zu 50% europäisch. Dazu kommen die globalen Containerströme, die an den Seehäfen auf das Festland fließen. Dies bedeutet mehr Transporte, auch auf der Schiene. Das ist eine Chance für uns. Durch die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verlaufen drei europäische Korridore. Die Achse von den Seehäfen Hamburg, Bremen und Rotterdam nach Tschechien und in die Slowakei. Die Achse von Westeuropa nach Polen. Und die Achse von Skandinavien über die Ostsee und Halle nach Nürnberg, München, Österreich und Italien. Derzeit werden diese Korridore ausgebaut. In Halle-Saale liegt künftig ihr Schnittpunkt. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die deutsche Streckenkarte. Die Strecke von den Seehäfen Hamburg und Bremerhaven über Magdeburg und Halle nach Süddeutschland, Österreich und Italien wird künftig die Nord-Süd-Strecke über Göttingen entlasten. Damit wird sie neben der Rheinachse eine wichtige Funktion für den Nord-Süd-Verkehr einnehmen. Derzeit wird der Abschnitt Uelzen-Stendal zweigleisig ausgebaut. Seit 2014 reicht der Fahrdraht bis Hof in Bayern. 2017 geht die Neubaustrecke Halle-Leipzig-Erfurt-Nürnberg in Betrieb. Damit entstehen neue Kapazitäten für den Güterverkehr. 2018 folgt dann auch die zweigleisige und elektrifizierte Magistrale von Halle über Falkenberg nach Breslau und Katowice. Hier werden wir mit durchgehender elektrischer Traktion bessere Fahrzeiten realisieren. Das Fazit: 2020 werden wir in Mitteldeutschland über die modernsten Strecken im Güterverkehr verfügen. Auf ihnen können wir mit hoher Pünktlichkeit, Stabilität und Effizienz produzieren und erarbeiten uns so die Chance auf Wachstum. Das Herzstück und unser Schlüssel zum Erfolg ist der neue Rangierbahnhof in Halle-Saale. Mit dieser Anlage können wir den Einzelwagenverkehr auf ein neues Fundament stellen. Rund 120 Millionen Euro investiert der Bund in das Projekt. Damit gehört Halle zu den 10 wichtigsten Zugbildungspunkten in Deutschland. 2017 geht es los. Wir werden unseren Produktionsschwerpunkt von Engelsdorf nach Halle verlagern. Bis zu 2400 Wagen können wir in Halle täglich bewältigen. Dafür stehen uns Gleislängen bis 750 Meter zur Verfügung. Mehr Qualität, mehr Kunden und mehr Erfolg. Das sind die Schlagworte, die wir mit dem neuen Rangierbahnhof in Halle verbinden. Dafür setzen wir auf stabile Prozesse und effiziente Produktionsweisen, wie beispielsweise lange Fahrabschnitte. Wir fahren die Einzelwagenverkehre künftig sternförmig von unseren Kunden zum Produktionsmittelpunkt Halle-Saale. Dort werden die Wagen auf die Ausgangszüge im Fernbereich umgestellt. Von Halle aus geht es dann zum Beispiel direkt nach Hamburg, Seelze, Sedin, Hagen, Mannheim, Nürnberg, Katowice und Prag. Unsere Region hat aufgrund ihrer Industrie Wachstumschancen für den Schienengüterverkehr. Viele Unternehmen zählen wir zu unseren Kunden. Wir werden unsere Chancen aber nur erschließen können, wenn wir konsequent besser werden. Die neue Zugbildungsanlage ist dafür ein sehr wichtiger Baustein. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt für ein Qualitätsnetzwerk von DB Cargo in der Region. Unternehmen wir nun gemeinsam einen virtuellen Flug über unseren neuen Produktionsmittelpunkt. Von Norden aus laufen die elektronisch gesteuerten Strecken aus Magdeburg, Berlin, Falkenberg und Könnern auf unseren Knotenpunkt Halle zu. Die Züge fahren zunächst die Gleise der Einfahrgruppe im nördlichen Bahnhofsbereich an. Dort erfolgt die Eingangsbehandlung und das Entkuppeln. Funkferngesteuerte Rangierloks drücken die Züge rechnergesteuert über den Ablaufberg. Gleisbremsen und Beidrückeinrichtungen werden ebenfalls elektronisch gesteuert. Unsere Wagen laufen nun unter der Berliner Brücke hindurch und erreichen die kombinierte Richtungs- und Ausfahrgruppe. Neben der Brücke sehen wir das elektronische Ablaufstellwerk. Insgesamt 36 zuglange Richtungs- und Ausfahrgleise stehen uns für die Zugbildung zur Verfügung.
Unsere Wagen befinden sich nun in den Richtungs- und Ausfahrgleisen. Nach dem Kuppeln und der Bremsprobe gehen sie in den Fernzügen auf den Hauptlauf. In südlicher Richtung führen die Strecken nach Kassel, Eisenach, Saalfeld und Leipzig. Alle Streckenbündel um den Knoten Halle werden derzeit für rund 800 Millionen Euro ausgebaut und mit moderner Stelltechnik ausgerüstet. Neben der Zugförderung ist die moderne Fahrzeugvorhaltung entscheidend für unseren Erfolg. Derzeit wird als Ersatz für die alte Lokwerkstatt ein kompaktes Werk geplant. Im ersten Schritt soll bis 2019 für rund 13 Millionen Euro eine moderne Lokwerkstatt gebaut werden. Hier können täglich bis zu 25 Triebfahrzeuge gewartet und instand gesetzt werden. Davon rund die Hälfte E-Loks, die im Rangierbahnhof Halle planmäßig mit Güterzügen ankommen und abfahren. Fristarbeiten können dann in den Stilllagen vorgenommen werden. Die neue Werkstatt wird allen Anforderungen an die moderne Lokinstandhaltung genügen. Auf den drei nördlichen Arbeitsständen können in kurzer Standzeit Nachschauen und Fristen durchgeführt werden. Auf der südlichen Hallenseite befindet sich die Radsatzsenke für schnelle Achswechsel. Über die Drehscheibe kann jeweils die richtige Fahrzeugposition über der Achssenke erreicht werden. Zwischen den beiden Achswechselgleisen befindet sich ein Montageplatz. Die gesamte Halle ist überkrant und mit einem durchdachten Wegesystem ausgerüstet. Ein moderner, teils automatisierter Lagerbereich befindet sich im Erdgeschoss, unterhalb der Sozial- und Verwaltungsebene. Ein Triebfahrzeugwaschstand im Außenbereich ergänzt die Werkstatt. Alles in allem eine kompakte, effiziente Anlage für die Instandhaltung unserer Triebfahrzeuge. Sobald wieder Investitionsmittel zur Verfügung stehen, soll das Werk um eine Güterwagen-Instandhaltung ergänzt werden. Bis dahin wird die alte Güterwagenwerkstatt in der Berliner Straße weiter genutzt. Wohl nirgendwo in Deutschland und Europa wird der Schienengüterverkehr so grundlegend modernisiert wie in unserer Region. Damit sind für uns vielfältige Chancen und Aufgaben verbunden. Wir werden in Halle-Saale in den kommenden Jahren die Zukunft von DB Cargo mitgestalten. Für mehr Qualität, mehr Kunden und mehr Erfolg. Seien Sie mit dabei und lassen Sie uns gemeinsam diese einmalige Chance ergreifen.